ist denn los? Du bist schon da. Ich wollte dich doch abholen. Ja, du. Oh. Ah. Ich habe einen Zug früher genommen. Es war trostlos ohne dich. Ja? Ja. So soll es sein. Ja, so soll es sein. Danke. Wo ist denn Benjamin? Der ist noch mit Carola unterwegs. Oh, schade. Du, du, es war hochinteressant. Ah, ja? Und furchtbar anstrengend. Mensch, ich hoffe, du hast genügend Zeit, damit ich dir alles erzählen kann. Ich schon, aber du nicht. Eine Patientin wartet auf dich. Auf mich? Ja, der Vater vertraut nur dir. Er hat von deinen Forschungen gelesen. Ach nein. Ja. Hast du ihm nicht gesagt? Ich habe ihm alles gesagt, aber er will es von dir hören. Was willst du tun? Am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweigend. Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel, wunderbar. Was ist da? Psst. Er ist gerade eingeschlafen. Ja. Ulkig sieht er aus, wenn er so schläft, nicht? Ulkig? Mhm. Schön sieht er aus. Ah ja, na, wie sein Vater. Nun sag mal, irgendwas mit dem Dienstplan muss doch zu machen sein. Ich möchte ihn gerne jeden Abend ins Bett bringen. Ich brauche das einfach. Und das Kind braucht es auch. Das kann man schon arrangieren. Und wenn es mal nicht geht, dann mache ich es. Ist ja auch mein Sohn. Ein Kind braucht die Mutter. Aha. Und der Vater? Der wird später wichtig. So. Der war mal sehr wichtig, du. Hm? Mhm, sehr. Noch was in der Klinik? Tja, wenn es akute Leukämie ist, dann wirst du kaum helfen können, nicht? Nein. Aber der Vater hofft es. Ich weiß. Carola sagt, Udo ist mit Elke oben auf der Hütte. Mhm. Ja, eine Geschichte mit Happy End. Ja, aber warum ist Katharina abgereist? Das ist eine Geschichte ohne Happy End. Katharina hat ein Kind totgefahren in Hamburg. Betrunken. Ja, Udo hat's mir erzählt. Ich kann's kaum glauben. Ausgerechnet Katharina. Die Disziplin in Person. Eine Frau, die nie die Kontrolle über sich verliert. Können wir meine Fälle auch nicht aus. Ja. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. So, ich glaube, bevor hier noch mehr passiert, da fahren wir lieber nach Hause und feiern deinen Erfolg, findest du nicht? Gehen wir aus? Nein. No, nein, im Gegenteil. Was hast du vor? Auch heißt, ist der Professor unter? Ja, ja. Herr Professor, was haben Sie ihm denn gesagt? Och, dass Sie nie da sind, wenn ich Sie brauche, dass Sie meinen Kaffee entweder zu heiß oder zu kalt servieren, dass Sie Patienten ausrauben und Sie unter Narkotika zwingen, Ihre Testamente zu Ihren Gunsten zu ändern. Ist das genug? Ja? Diesen Menschen halte ich jetzt schon 6 Jahre aus. Es gibt da mildernde Umstände. Er ist Arzt. Richtig, Herr Mühlmann, richtig. Aber bevor Sie mir jetzt einen Vortrag über die schlechte Belegung unseres Hauses halten und ich Ihnen zum 3996. Mal sagen muss, dass ich die vielen Krankenhäuser in der Umgebung nicht gebaut habe, verschwinden wir lieber. Ja? Gut, mein Schatz? Mhm. Wiedersehen, Frau Mais. Wiedersehen, Herr Mühlmann. Wiedersehen. Alles Gute. Die Schwankungen sind üblich. Aber das habe ich Ihnen ja geschrieben. Natürlich haben wir Gewebeproben entnommen. Aber selbstverständlich. Bitte? Oh. Prima. Nein, nein, alles in Ordnung. Gratuliere. Ja? Nein, sicher, sicher, sicher. Nein, alles in Ordnung. Sie können sich darauf verlassen. Gut, danke schön. Wiedersehen. Hallo, Meißlein. Ja? Ist was? Nein, nichts, gar nichts. Der Kaffee ist inzwischen kalt geworden. Du sollst nicht lügen. Besonders einem Vorgesetzten gegenüber nicht. Also, was ist?
Ich habe das Geld zugesprochen bekommen. Ist doch klar. Wundert Sie das? Sie haben gut reden. Wie stehe ich denn jetzt da? Als Absahnerin. Ich werde das Geld spenden. Ja, warum das denn? Verdienen Sie so viel bei uns? Ja, das nun nicht gerade. Aber ich mich als Ausbeuterin verleumden lasse. Ich habe nichts gewollt von der Frau Kreisler, wirklich nichts. Ich habe ihr gern geholfen. Vielleicht hat sie ihn auch gern gegeben. Sagen Sie, wie viele Stunden haben Sie ihr täglich gewidmet? Oh Gott, so 1 bis 2 Stunden mit Einkaufen und so. Na, sagen wir 2 Stunden, weil ich auch noch die Treppe für sie geputzt habe. Wieso? Und wie lange? Ich meine, wie viele Jahre? Es sind jetzt ungefähr 5 Jahre. Aha, 5 Jahre. Also 2 Stunden pro Tag macht im Jahr ungefähr 700. Mal 5 Jahre macht 3.500, geteilt durch eine Erbschaft von 10.000 Mark. Das heißt also, Sie haben für einen Stundenlohn von nicht einmal 3 Mark gearbeitet. Ist das zu viel? So habe ich das noch nie gerechnet. Ja, deshalb habe ich es Ihnen hier vorgerechnet, nicht? Ich glaube, mein Mann hat recht. Wer macht Ihnen denn Vorwürfe? Schwester Hildegard und ein paar andere. Dann sagen Sie Ihnen doch, was mein Mann Ihnen eben ausgerechnet hat. Ja, das sollte ich vielleicht wirklich tun. Obwohl... Es gibt kein Obwohl. Nein? Nein. Na, wenn Sie es sagen. Danke. Danke. Ich dachte schon, die muss ich zum Psychiater schicken. Ach, aber das hier ist wunderbar. Tanne? Eine Tanne? Eine Schwarzwaldtanne? So wie die, die malen wir ab. Mhm. Die Mami so gut malen könnte. Ja. Frau Michaeli schon da? Mein Mann holt sie gerade vom Bahnhof ab. Die war nicht im Zug. Ja, dann hat sie entweder in Frankfurt den Zug verpasst oder du hast sie übersehen. Übersehen. 3 Leute sind ausgestiegen und ich habe gewartet, bis der Zug wieder abgefahren ist. Ja, und nun? Ja, und nun, und wir müssen warten, bis sie kommen. Gut, dann werde ich mal den Braten auf kleine Flamme stellen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja, aber nichts mehr. Ärger? Aber überhaupt nicht. Silvia Bartle fährt gesund nach Hause. Der Tumor von Frau Heumann ist gutartig. Oberschwester Hildegard hat gute Laune. Und einer Wiedereinstellung von Udo steht nichts mehr im Wege. Tja, warum bist du dann so grob zu Engel? Weil dieser Unglücksrabe immer dann zu mir kommt, wenn ich meinen Kopf voll habe. Und warum? Um mir zu sagen, dass er Schwester Ina im Medikamentenraum geküsst hat. Hm. Ist das so komisch? Nein, nein. Ich erinnere mich nur, dass ich auch einmal geküsst worden bin. Von einem Arzt im Medikamentenraum. Ja, ja, das habe ich mir auch gesagt. Ja, ist aber schon lang her. Aber Schatz, haben wir solche Heimlichkeiten nötig? Könnt ihr denn das nicht zu Hause machen? Hm? Hm. Ja, Anne. Ach, ich würde da nicht so schwarz sehen. Das renkt sich wieder ein. Ja, Anne, natürlich im Notfall immer. Wiederhören. Wer ist denn Anna? Ach, ist eine alte Freundin von mir, ist schon lange her. Ja, Probleme mit ihrem Mann. Nein, gibt's das? Ja. Oh. Ich hab gesagt, wenn es hart auf hart geht, kann sie mal kommen. Ach so? Du, das wäre aber sehr ungünstig im Moment. Warum? Hm. Ach, weil wir zu Hause Urlaub machen wollten. Wir machen keinen Urlaub zu Hause. Sondern? Sondern wir verreisen. Sri Lanka? Und Malediven! Aha! Du bist verrückt! Ja, na
das bin ich. Du, das bin ich aber nach dir. Ich will dich endlich einmal für mich allein haben, ohne dass es ständig bei mir piept. Na bitte, da piept schon wieder. Ja, aber Benjamin, du, da muss ich doch alles, noch... Alles arrangiert. Du musst nur an dich denken. Ach, nein. An uns. Gut. Alexander zu mir sagen. Okay. Ach, Mensch, ist das eine Überraschung. Was machen die Viren und Bakterien? Sie hüpfen vor Freude aus den Reagenzgläsern, wenn sie ihn sehen. Und sagen, grüß Gott, Herr Professor. Nein. Doch. Ist das wirklich? Ach, morgen steigt die große Prozedur und ich wollte eigentlich dich und deinen Mann dazu einladen. Ach, du, das ist ein Pech. Wir fahren morgen in Urlaub. Aber ich gratuliere dir trotzdem. Hallo, hallo, hallo. Was macht denn dieser fremde Herr mit meiner Frau? Darf ich vorstellen? Herr Professor Alexander Vollmers. Ach nein. Ja, dann will ich auch einen Kuss. Ich bin auch Professor. Gratuliere. Danke. Ich muss deine Patienten entschuldigen. Ja. Komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Ne? Gute Idee. Ja. Das ist der berühmte Löwenpelzern in Ceylon. Das ist der Palast von dem König Kashyapa im 5. Jahrhundert nach Christus. Der Kashyapa hat seinen Vater dort ermordet. Er hatte Angst gekriegt, von dort aus das Land zu regieren. Ist er hierher gekommen, fand er den Felsen, ließ er auf den Felsen seinen Palast bauen. Jetzt sehen Sie die schönste, bekannte, berühmte Wolkenmädchen in Sigrir. 1500 Jahre alt. Und warum heißen die Wolkenmädchen? Es gibt alte Literatur, wie ein Wolkenmädchen sein sollte. Bei den Wolkenmädchen sieht man nur obere Teil, untere Teil mit dem Wolken bedeckt. Ach, schade. Insgesamt ist die Anlage 400.000 Quadratmeter groß. Das ist der liegende Buddha-Statue, von den Felsen rausgehauen, 700 Jahre alt. Wollen wir bitte weitergehen? Nein, lasst ihr mich ein bisschen hier sitzen.
to paradise. Thank you. Carola! Hol schnell den Benjamin. Ganz schnell. Ja? Gut. Na? Wie war's? Ach, ist das schön. Ah. Oh, es ist so schön. Ja. Aber weißt du was? Was mir fehlt? Nein, ich weiß nicht. Benjamin fehlt, ja, mein Gott. Dann sprich doch mal mit ihm. Wieso? Hier? Ja, hier, komm, sprich doch mal mit Benjamin. Sprich mal. Hallo? Ja. Ich Mama. Benjamin! Benjamin, hier ist die Mami. Ja, und der Papi. Mama. Hallo, Schätzlein. Mami und Papi sind hier. Wie geht's dir denn? Ach, das kann er ja. Moment. Du, dir sag was Neues. Was? Papa. Benjamin, du sagst Papa. Richtig, und ich bin nicht da. Was bitte? Wer? Moment, ich gebe Ihnen meine Frau. Frau Michaelis, bitte sprich mit mir. Ja, Frau Michaelis? Eine Frau Marschner ist hier. Anna Marschner, Sie hätten sie eingeladen? Ja, das stimmt. Ach, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Die will sich hier häuslich niederlassen. Ah, und dann geben Sie das kleine Zimmer. Gut, wollte ich nur wissen. Kann dir jeder kommen, die Welt ist voller Betrüger. Schönen Urlaub noch, Frau Doktor. Danke. Und geben Sie einen Kuss an Benjamin. Von mir auch. Ja, von meinem Mann auch. Darf ich mal? Hallo, Christa? Ja, du hast doch nichts dagegen, dass ich ein bisschen bei dir wohne? Nein, natürlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Schönen Urlaub noch. Tschüss. Tschüss. Was ist denn los? Das war die Freundin, von der ich dir erzählt habe. Was denn? Und die wohnt bei uns? Ja. Jetzt? Mhm. Wir sind in Urlaub und die Freundin wohnt bei uns. Na, lustig. Richtig lustig. Wiederhören. Was ist denn los, Sandra? Ach, Friede, Ferien, Hummel, Lobster. Keine Sorge. Aber Wein. Wohlsein. Ach, ist das schön wieder zu Hause. Herzlich willkommen. Hallo. Mensch, das war's, Frau Doktor. Mein Gott, sind Sie braun geworden. Wie war denn die Zeit? Ja, Mädchen. Und du bist auch da. Nee, Frau Michaelis, die sind zu schwer für Sie. Heute Morgen, da war sie völlig durcheinander. Das macht Ihnen ja niemand einen Vorwurf, Frau Michaelis. Umso besser. Sag mal, hat der Schübel deiner Anna so euphorisch gestimmt oder was ist los? Ich weiß nicht. Warum ist sie eigentlich hier? Klaus, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mir ein genaues Bild zu machen. Frau Michaelis erzählte mir, als Anna heute Morgen aus dem Haus ging, habe sie gesagt, falls ihr Mann anruft, solle man ihm ausrichten, es sei alles zu spät. Ach so. Seltsam. Oh. Ja, ich werde in aller Ruhe mit ihr sprechen. Was gibt's Neues in der Klinik? Du wirst es nicht glauben, unser Querschnittsgelähmter, der Tobias, kann auch seinen rechten Arm jetzt wieder bewegen. Frag mich nicht, wieso. Ich weiß es selber nicht. Das ist ja toll. Toll? Man könnte fast sagen, ein kleines Wunder, nicht? Na? Hattet ihr ein gutes Gespräch? Meine psychoanalytischen Fähigkeiten scheinen begrenzt zu sein. Kann Schübel jemanden innerhalb weniger Stunden von einer Depression befreien? Nee, du, der wirklich nicht. Moment mal. Tut sich da was zwischen den beiden? Mhm. Ja. Das kann natürlich unter Umständen schlechte Folgen für Sie haben, nicht? Ja, auch eben schienen Sie ganz zuversichtlich. Aber dieser abrupte Wechsel zwischen Euphorie und Depression. Moment. Wenn es eine echte Depression ist, gehört sie in ärztliche Behandlung, nicht? Ach ja. Soll ich denn noch was machen? Hm? Tee vielleicht? Nee, danke. Sag mal, ist deine liebe Anna schon zu Hause? Nein. Klaus, mach mich nicht dafür verantwortlich. Frau Schübel hat in der Klinik angerufen.
Sie hat geglaubt, ihr Mann hat Nachtdienst. Naja. Also, ich werde mit Anna sprechen. Ja, tu das. Durch die Tatsache, dass sie bei uns wohnt, könnte der Eindruck entstehen, dass wir das billigen, und das möchte ich nicht. Ist das nicht ein bisschen kleinlich? Da kommt sie, glaube ich. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe sie gefragt, wie lange sie noch bei uns zu bleiben gedenkt. Ja, warum war das ein Fehler? Na ja, so treiben wir sie ins Wochenendhäuschen von Schübel. Soll ihr Geld für ein Hotel geben? War ja nicht vorauszusehen. Ich kann dir nur sagen, morgen nehme ich mir den Schübel zur Brust, du. Du, die ist so auf ihn abgefahren, wenn du jetzt Schübel den Boden unter den Aber Füßen Aber was heißt den Boden unter den Füßen wegnehmen? Was heißt das? Wird doch zugänglich sein für vernünftige Argumente. Na ja, er ja, aber Anna, Klaus, Anna ist in einem Zustand... Ja, ich weiß, zwischen Himmel und Hölle, ich weiß. Ich weiß, sie ist seelisch völlig instabil, bitteschön. Aber unser Haus ist doch keine Psychiatrie. Wie wollen wir das alles verkraften? Also gut, schlafen wir in der Nacht darüber. Aber so geht's nicht weiter. Das geht nicht. Ich halte es nicht mehr durch. Du hast recht. Hast du denn deine Absicht aufgegeben, Schübel zurechtzuweisen? Ja. Wegen seiner glänzenden Operation heute? Nein. Nein, nein, weil ich nicht mehr weiß, was richtig ist. Ich habe nämlich heute Herrn Marschner kennengelernt. Du warst bei ihm? Nein, er war bei mir. Er ist der leitende Architekt beim Klinikanbau. Ja, und? Hast du gesagt, dass Anna bei uns ist? Das wusste der schon. Aber ich glaube nicht, dass er sie zurückholen wird. Nein, nein, das glaube ich nicht. Er hat ihre Eskapaden, wie er sagt, satt. Wir, sagte er, sollen ihr doch die Koffer vor die Tür setzen. Tja, aber das können wir doch nicht machen. Naja, und als ich ihm dann sagte, dass sie wahrscheinlich kein Geld hat, hat er gesagt, dann schicke ich einen Scheck. Ja. Aber die Hauptsache ist doch, dass sie abreißt, wenn der Scheck angekommen ist, nicht? Aus den Augen, aus dem Sinn? Ja, genau so ungefähr. Genau so. Sie kann natürlich einen kleinen Defekt haben, nicht? Ist ja möglich. Ja. Glaubst du, dass Schübel eine stabilisierende Wirkung haben kann? Es fragt sich nur, wie lange seine stabilisierende Wirkung anhält, nicht du? Tja. Und was Frau Schübel dazu sagt. Also, was können wir tun, außer den Kopf in den Sand zu stecken? So. Komm, setz dich da, schau. Beim Essen liest man nicht. Demnächst ziehen sich auch noch die Schuhe an, während Sie frühstücken und lesen. Wir sind immer ein bisschen in Eile, liebe Frau Michaelis, nicht? Christa, kann ich mir mal ein Taxi rufen? Sicher. Wo willst du denn hin? Ach, ist das ein Wetter. Ist er frei? Ja. Dankeschön. Bis Gott. Bis Gott. Das ist 9,60 Mark, bitte. 60. So, was darf ich Ihnen bringen? Zwei Kaffee. Naja, ich habe sie auch entdeckt. Wollen wir hingehen? Sieht so aus, als wollten wir sie schneiden. Nee, wir haben sie nicht gesehen beim Reinkommen. Ja, bis jetzt liegen wir mit unserer Prognose ja ziemlich falsch. Warum? Na ja, er macht doch einen ganz stabilen und guten Eindruck. Und Schübel flippt auch nicht aus. Vielleicht lassen sie sich scheiden und werden glücklich miteinander. Naja, wäre doch wunderbar, oder? Tja. Zwei Tassen Kaffee. Dankeschön. Schön. Wenn er so sein Privatleben in Ordnung bringt, das ist ja gut. Mhm. So, Klaus. Hm? Willst du nicht noch mal mit ihm reden? Nee. Dann muss er selbst kommen. Ja, Christa, das bleibt keinem erspart. Keinem.
Jenem Chirurgen stirbt einmal ein Patient auf dem Operationstisch. Gegen den Tod können wir nicht anoperieren, das geht nicht. Diese Erfahrung muss jeder für sich machen, jeder für sich ganz allein. Früher oder später. Ach ja? Ja. Ach, das gehört dazu. Als Erfahrung, sozusagen. Du operierst und der Patient stirbt, weil sich ein Blutgerinnsel in der Herzarterie festsetzt. Ja, wir sind keine Hexenmeister, wir können nicht alles im Griff haben. Er hatte einen Leistenbruch. Das ist eine stinknormale Operation. So was machen wir jeden Tag. Und dann stirbt mir der Mann unter den Händen. Nimm dich zusammen, ja? Und red keine Füße. Diese Operation war notwendig. Der Patient wäre sonst an diesem eingeklemmten Darmstück gestorben. Aber unserem Können sind Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen müssen wir akzeptieren. Auch das gehört leider zu unserem Beruf. Ja, das müssen wir also einfach akzeptieren. Wir mit falsch zugestellten Brief oder eine versalzene Suppe. Das wusste ich gar nicht. Hoffentlich sehen das die Familienangehörigen dieses Mannes auch so. Die Hauptsache ist, dass sie dich nicht so sehen, nicht? Verstehst du? In diesem Zustand. Besser. Es kann dir keiner einen Fehler unterstellen. Entschuldige, dass ich so grob war. Das warst du ja gar nicht. Ich habe mit sowas nie gerechnet. Ja, ja, ich weiß. Ist ganz passabel. Was? Ganz passabel hin und wieder? Stell dir vor, wir würden ganz passabel hin und wieder arbeiten im OP. Nein, nein, ein Schmarrn war das, ein echter Schmarrn. Willst du nichts essen? Ja, eigentlich ein Apfelstrudel, aber den verkneife ich mir. Warum denn? Du brauchst was Süßes jetzt nach der Vorstellung. Dafür habe ich nicht. Nein. Was darf einmal, ich Ihnen bringen, bitte? Entschuldigung, einmal die 26 und zwei Wasser. Ja, gerne. Da drüben vielleicht? Ja. Und dann vielleicht doch besser nicht. Ich, vielleicht ist es nicht so. Guten Abend. Bitte. Der wird das doch nicht wörtlich genommen haben. Hilfe einen Arzt, was? Solange ich nicht der Arzt bin, der Hilfe leisten muss. Denkst du immer noch dran? Sollte ich nicht? Du sollst das nicht einfach abschütteln, aber du sollst dich davon auch nicht auffressen lassen. Keiner hätte ihm helfen können. Wirklich keiner. Was hast du denn?
wäre. Du sagst das, als wäre es eine Krankheit, von der du Gott sei Dank verschont bist. Ja, du, sowas möchte ich auch nicht erleben. Da ist man nur noch halb zurechnungsfähig, ne? Da kann man ja nur noch Mitleid haben. Ah ja? Ja. Wenn man liebt? Wenn man liebt, klar. Musst du bitte ein Ei? Ein Ei, bitte. Ich meine, wenn man liebt wie Römer, nicht? Unglücklich. Wenn die Trennung wie ein dunkler Schatten in die Seele fällt. Eine Gabel. Nicht, wenn man liebt wie ich, nein. Glücklich, da blüht man ja richtig auf. Ich meine, ich kann mich ja nur beglückwünschen. Zu mir? Natürlich zu dir. Du bist es doch, die meine Liebe wieder. Ohne deine Liebe wäre auch meine Liebe eine Krankheit. Eine Krankheit? Ja. Warum lachst du? Ach, nur so. Sag dir sofort, warum du lachst. Ich will nämlich etwas sagen. Ja. Wenn es dir an sittlichem Ernst fühlt, wenn du nicht nachvollziehen kannst, was es bedeutet, wenn ein einsam liebend Herz. Das hat überhaupt keinen Zweck, heute mit dir über Liebe zu reden. Wirklich, das ist aussichtslos. Das ist aussichtslos. Völlig. Und deshalb tue ich das nicht. Das ist gut. Danke. Und du bist ja auch nicht Römer, ne? Du bist ja Klaus Brinkmann. So ist es. Magst du probieren? Oh ja. Aber viel. Ja, aber es heißt, pass auf. Viel Salz? Ja. Was? Salz. Na, nicht so viel, nicht so viel. Warum nicht? Ich bin verliebt. In mich. In mich. Wolltest du was? Ja, Frau Schindler geht es gar nicht gut. Ja, die Läsion des Gewebes zwischen Dickdarm und Harnblase ist eine Fistel. Aber? Und willst du noch was dazu sagen? Ich fürchte, das ist nicht alles. Was befürchtest du noch? Die Wandstarre an einem Darmsegment macht mir Sorgen. Besteht nicht die Gefahr eines zunehmenden Harnweginfekts? Also ich finde, das muss doch rechtzeitig operiert werden. Ja, natürlich. Und die Blutungen? Die kommen von den entzündeten Divertikeln, das hast du selbst gesagt. Ja, ich hab's mit einer gewissen Hoffnung gesagt, nicht? Aber der Allgemeinzustand der Patientin ist nicht so gut, dass da nicht eventuell gewisse Zweifel vorliegen in der Diagnose. Tja, und wenn sie nun berechtigt sind, diese Zweifel, was dann? Also entschuldige, aber ich an deiner Stelle würde auf jeden Fall operieren. Du bist an meiner Stelle. Du kannst dir deine Entscheidungen, ob Operation oder nicht, nicht endlos von Kollegen mit mehr Erfahrung absichern lassen. Die können sich irren. Die Indikation weißt du, die Entscheidung, ob Operation oder nicht, ist oft viel schwieriger, als die Arbeit im OP. Ich würde mal sagen, du hast genug gelernt, du musst dich auch mal durchsetzen, auch gegen mich. Wenn du glaubst, dass Frau Schindler operiert werden muss, dann musst du sie operieren. Du würdest es nicht tun? Nein. Das Risiko ist mir zu groß. Allerdings kann man nicht sagen, ob das Risiko ohne Operation nicht noch größer wäre. Das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Ich würde erst einmal nachschauen und einen Annus Preta anlegen. Spricht ihr über den beginnenden Ilius? Ist es einer? Ist es keiner? Christa ist für die Operation. Das wäre ich unter normalen Umständen auch. Aber die Patientin hatte schon Schwierigkeiten bei der Rektoskopie. Sag mal, hat Römer nicht eine medikamentöse Therapie eingeleitet? Mhm. Vorige Woche, ja. Inzwischen sind die Werte noch schlechter geworden. Wollen wir uns Frau Schindler nicht noch mal ansehen? Elke, hier ist Udo. Hör mal, ich kann dich nicht auf den Basar begleiten. Ich hänge hier noch fest. Ich danke dir für das Verständnis. Alles klar. Jetzt vermaßle ich dir den verdienten Feierabend. Ja, du? Na, höchstens die Patientin. Und zum Wohle der Patienten haben wir ja wohl diesen Beruf ergriffen. Römer, kommst du noch mal zu Frau Schindler? Gestattest. Bin auf der Heimreise nach Freiburg. Ich dachte, ich schau mal rein. Wo ist Udo? Udo bereitet sich gerade mit Christoph eine schwere Operation vor. Sie kann Stunden dauern.
Haben Sie ein bisschen Zeit? Ich habe einen Zentner Bücher für Christa im Auto. Die muss ich erst loswerden. Na, ich mache Ihnen den Vorschlag, fahren Sie zu uns nach Hause, trinken Sie gemütlich einen Kaffee und warten, bis wir kommen. Gut. Gut, ciao. Bis dann. Na du? Ich glaube, wir sollten einen Sprung nach Hause fahren. Jetzt? Ja. Du hast nämlich Besuch. Ach. Vollmers. Und ich glaube, eine Stunde sollten wir wenigstens widmen, nicht? Findest du nicht auch? Mhm. Frau Schindler ist ja gut versorgt. Ja, du hast recht. Ich ziehe mich schnell um. Na schön, komm. Hallo, Alexander. Wie schön, dich wiederzusehen. Gut schaust du aus. Oh nein, das glaube ich dir nicht. Ich hatte die schwerste Operation meines Lebens, aber wir haben es geschafft. Schön. Herr Professor? Ja? Es kam eben ein Anruf aus der Klinik. Eine Patientin ist gestorben. Wer? Frau Schindler? Ja. Danke. Was ist denn los? Frau Schindler. Schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie bei uns. Wenigstens bis morgen. Ich glaube, ich schaffe das nicht allein. Die Chancen für die Patientin waren sehr gering. Aber Christa hatte sich diese Operation eingeredet und entsprechend groß. Werden jetzt ihre Schuldgefühle sein. Christa, in allen Kliniken der Welt sterben täglich Patienten, trotz einwandfreier Operation. Man glaubt, man schafft es und man schafft es doch nicht. Auch das muss man wissen, wenn man Arzt sein will. Will ich denn Arzt sein? Und vor allem, darf ich es noch wollen? Du hast von der Operation abgeraten. Oh nein, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, dass die Patientin mit und ohne Operation nur eine sehr geringe Überlebenschance hat. Das ist der zweite Exitus. In 3 Wochen. Nicht durch dich. Die Operationen waren einwandfrei. Aber du kannst den Tod nicht besiegen. Den Tod, den kann niemand besiegen. Auch das muss ein Arzt wissen. Naja, ich kenne diese Texte aus Vorlesungen und Seminaren. Die klingen gut. Aber in Situationen wie dieser nützen sie einem gar nichts. Klaus, ich bin keine gute Chirurgin. Ich weiß es jetzt. Wenn du es nicht fertig bringst, mit solchen Krisen fertig zu werden, dann bist du keine Chirurgin. Das ist richtig. Wir müssen unsere Verzweiflungen überwinden und weitermachen. Lass mich nachdenken. Kannst du mich vorübergehend suspendieren? Nein, aber du hast auch einen normalen Urlaub. Ich möchte keine bevorzugte Behandlung, nur Christa, weil ich deine Christa, Frau bin. Christa, bitte. Wenn ich mir das selbst nicht verzeihen kann, solltest auch du mir nicht verzeihen. Sag mal, was willst du eigentlich? Unheilbare heilen oder was?
In Afrika sterben täglich Tausende. Und warum? Weil es keine Ärzte und keine Medikamente gibt. Wenn dein Arzt verzweifelt, ja, das kann ich verstehen. Aber dich, entschuldige, dich kann ich wirklich nicht verstehen. Ich arbeite hier, nicht in Afrika. Ja, das bleibt keinem erspart. Ihr wisst es auch schon? Ja, Laudan hat angerufen. Und wie nimmt es Christa hin? Schwer. Sehr schwer. Das ist auch blöde. Bist du kurz vor dem Gipfel und stürzt ab? Bitter sowas. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Über Christas Chirurgin, das weißt du, da habe ich meine eigenen Ansichten. Das ist nicht der Zeitpunkt, um jetzt darüber zu debattieren. Vielleicht hast du auch Vorurteile. Das kann sein. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne. Das ist eine gute Idee. Ein wirklich hübsches Mädchen. Besonders im Bikini. Hallo, hallo. Ja, sie hat mir ein bisschen Gesellschaft geleistet und ich habe mich ganz gut erholt. Ja, ja. Das ist auch ein nettes Mädchen. Das finde ich auch. Also solche Tendenzen kenne ich gar nicht bei dir. Du bist ja fast schon so, wie ich früher war. Also nimm sie ja nicht mit zum Angeln. Wenn du das machst, das in unsere Sternstunde, das verzeih ich dir nie. Na, hör mal, ich werde doch nicht unsere Freundschaft gefährden, ne? Guten Tag. Ich habe gehört, Sie wollten in der 34 die Verbände wechseln. Ja, ja. Herzlich willkommen in der Schwarzwaldklinik. So was? Grüß dich. Tag. Wenn du dem Major dann noch die Wege zeigst, Mischa, zur Orthopädie, zum Röntgen und zur Blutuntersuchung. Logo, mach ich. Ihre Sachen können Sie da drüben im Schrank unterbringen. Danke, Schwester. Tolle Karriere. Major. Darf ich Herrn Major den Mittagessen besorgen? Für dich bin ich immer noch Herr Clausen. Darf ich helfen? Es geht. Mit dem Dienstgrad lasse ich mich nur von Bundeswehrpersonen ansprechen. Darf ich dir denn trotzdem Mittagessen besorgen, Herr Clausen? Ach, spiel dich hier bloß nicht auf. Ich habe mir jetzt wohl einige Rollenkonflikte auszutragen. Naja, wie sehe ich das? Wie du das siehst, ist mir egal. Hauptsache, ich sehe dich nicht. Den Weg zu den einzelnen Stationen finde ich allein. Da geht's lang. Kennt ihr euch? Kennen ist gar kein Ausdruck. Wieso? Hast du ihn mal verprügelt? Oder ein Mädchen ausgespannt? Nee, der nährt seinen Hass aus tieferen Schichten. Sein jüngerer Bruder war ein Schulfreund von mir. Netter Kerl, ein bisschen labil. Naja, und den habe ich damals beim Kriegsdienstverweigern unterstützt. Und irgendwie kam der Herr Unteroffizier, damals war der noch Unteroffizier, nicht dagegen an. Und anscheinend hat er mir das bis heute nicht verziehen. Naja, wenn er dich nicht gleich standrechtlich erschießen lässt. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ach, Christa, dein Mann und Udo sind schon wieder in der Klinik. Ach, tut mir leid, dass du ausgerechnet heute kommen musstest. Ach, red doch keinen Quatsch. Freunde braucht man vor allem in einer Krise. Und nicht nur zum geselligen Beisammensein. Naja, da hast du recht. Gehen wir ein paar Schritte? Ich kann es einfach nicht wegstecken, verstehst du? Es gelingt mir nicht.
kann das verstehen. Mich macht es nur traurig, wenn es dir so schlecht geht. Ich bleibe mit Sicherheit nicht Chirurgin, Alexander. Kinderheilkunde, vielleicht wäre das was. Es gibt auch Kinder, die sterben müssen. Was ist los? Ich habe einen Loyalitätskonflikt, weißt du? Ich glaube, der Mann hat recht. Ein Chirurg muss mit solchen Enttäuschungen fertig werden. Manch ein Patient wird nicht mehr gesund. Manch einer verliert einen Finger, einen Arm. Manch einer sein ganzes Leben. Das ist Krankenhausalltag. Das musst du realistisch sehen. Sonst gehst du kaputt. Mein Mann muss nicht praktizierender Arzt sein. Besonders nicht, wenn man so extreme Begabung hat für Wissenschaft und Forschung wie du. So habe ich dich immer gesehen. Tu das auch heute noch. Und das weißt du. Nur dein Mann, er rechnet mit meiner Solidarität. Vielleicht ziehe ich mich ganz ins Privatleben zurück. Wie bitte? Ja? Ich habe einen Mann, ein Kind, einen Haushalt zu versorgen. Beruf ist schön, aber nicht alles. Beruflich bin ich anscheinend nur begrenzt belastbar. Gut, ich könnte jetzt sagen, ja, werde Hausfrau. Nur in deinem Fall, Christa, wäre das Flucht. Da kommst du von einer Krise in die nächste. Du warst auch schon mal einfühlsamer. Ja. Ja, aber deine Direktheit hilft mir. Und recht hast du außerdem. Komm, wechseln wir das Thema. Es ist mir klar, dass ich keinen überstürzten Entschluss fassen werde. Ich lasse mir Zeit. Ich habe noch 2 Wochen Urlaub. Die nehme ich jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, mein Schatz. Du bist aber früh. Oh ja. Der Wagen ist bei der Inspektion und ich gehe zu Fuß. Sag mal, wo ist denn die Michaelis? Ich darf deinen Cousin abholen, Klaus. Ah ja, der Florian kommt ja heute. Schübel geht und Florian kommt. Ich wusste, dass heute Alarm los ist. Sag mal, warum saugt die draußen wie eine Wahnsinnige? Warum macht das nicht die Michaelis? Die Carola ist doch sonst nicht so hilfsbereit. Ja, vielleicht war irgendwas. Also, was denn? Ich weiß auch nicht. Carola spricht nicht mehr mit Berti. Beziehungsweise Berti nicht mehr mit Carola. Interessant, interessant, interessant. Geht's dir besser? Du meinst, ob ich den Tod von Frau Schindler überwunden habe? Nein. Willst du auch nicht darüber reden? Oh. Lieber nicht. Aber zur Abschiedsfeier von Schübel kommst du doch. Ja. Was ist denn das für ein Krach? Doch die genaue Zeit. Warum kommen Sie da zu spät? Also jetzt schnell. Was sind denn das für Raudis? Na? Guten Morgen. Sagen Sie zum Wetter. Prima. Ihrem Patienten geht es sehr gut. Also, was ist eine Unverschämtheit? Halt, halt! Denn das! Hallo, entschuldigen Sie mal, aber Sie können hier nicht parken. Sie müssen da um die... Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, guten Morgen. Na, was ist denn? Noch nie ein Motorrad gesehen? Guten Morgen, Oberschwester Hildegard. Guten Morgen, Frau Doktor. Mein lieber Schatz. Du bist gesehen worden. Jawohl, du bist gesehen worden. Schäm dich. Man kann mich täglich sehen. Mhm. Aber hoffentlich nicht täglich mit Herrn Dr. Schübel in einem Straßencafé. Ja. Du, das war ein Scherz. Böse? Nein. Schübel hat auf Anna gewartet. Die war bei ihrem Rechtsanwalt. Und da hat er mich spontan zum Espresso eingeladen. Ja, das darf er doch auch. Solange er in so festen Händen wie bei der Anna ist, ne? Ja. Hat er was gesagt? Ach, er hat von seiner neuen Arbeit geredet.
Nur das Motorrad ist eine Wucht. Ich gehe allen auf die Nerven damit. Besonders Mühlmann und Römer. Und Udo sagt, ich soll nicht so angeben. Ist was? Hm? Nein, nein. Nichts Besonderes jedenfalls. Udo will mit Elke zum Essen kommen. Ich muss noch was mit Frau Michaelis besprechen. Alles mehr frisst woanders. Na, was gibt's denn? Komm, setz dich. Klaus, ich habe ein Angebot vom Biologisch-Medizinischen Institut in Konstanz. Ich möchte es gern annehmen. Soll ich da als Hausmeister arbeiten? Was mache ich als Chirurg in Konstanz? Oder gehst du allein nach Konstanz? Klaus, Konstanz ist nicht weit. Nein, nein, 2 Stunden hin und 2 Stunden zurück, nicht? Willst du da wohnen? Na, im Prinzip nicht, nur wenn es mal spät wird. Wenn du über deinen Bakterienkulturen sitzt, wird's immer spät. Sollen wir eine Wochenende hier führen? Soll ich zwischen 2 Eiweißanalysen mal auf einen Sprung mit Benjamin vorbeikommen? Klaus, nicht nur ich bin zur Einsicht gekommen, dass ich als Chirurgin immer scheitern werde, weil ich zu dünnhäutig bin. Ja, und Vollmers ist derselben Ansicht, nicht? Mit ihm habe ich gar nicht darüber gesprochen. Ach. Ist das ein Zufall? Professor Vollmers geht nach Konstanz. Klaus, ich schwöre dir, das habe ich nicht gewusst. Tja. Tja, ich muss, glaube ich, meine Bemerkung von vorhin zurücknehmen, nicht? Heute ist der Tag der glücklichen Paare. Christa. Sag mal, du hast doch nicht vor lauter Sehnsucht nach mir zum Telefon gegriffen. Mir ist nicht nach einem Flirt, Alexander. Wie schade. Ist es wahr, was in der Zeitung steht? Ja, die Abrüstungskonferenz ist geplatzt. Ich rede von deiner Berufung nach Konstanz. Ach so. Ja, das ist wahr. Warum? Kommst du auch? War eine große Freude für mich. Ich hatte die Absicht zuzusagen, ja. Ich hab's Klaus auch gesagt. Aber ich habe nicht gewusst, dass du die Leitung des Instituts übernimmst. Und nun meint Klaus, das sei gelogen und das sei alles eine Verabredung. Du, wir werden ihm kaum das Gegenteil beweisen können. Hauptsache ist, wir wissen, dass wir unschuldig sind. Oder willst du absagen, wenn ich in Konstanz bin? Christa, bist du noch da? Ja, ich bin noch dran. Ich habe noch eine Woche Bedenkzeit. Wieso? Ich dachte, du hast die Absicht, zuzusagen. Verstehst du mich nicht? Nein. Ich bin in der Klemme. Du unterdrückst dich selber, Christa. Wieso? Wenn du zusagst, weil ich die wissenschaftliche Leitung nicht übernehme und absagst, wenn ich sie übernehme, das beweist doch nur, dass dein Engagement so wenig ausgereift ist, dass du die ganze Sache besser vergessen solltest. Jetzt bist du auch noch böse, was? Du, soll ich in Jubel ausbrechen, wenn du absagst? Oder soll ich ablehnen, nur damit du kein schlechtes Gewissen hast? Ja, nein. Du hast ja recht. Aber
es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Klaus annehmen könnte, dass da... Du, entschuldige. Ich schätze Klaus, das weißt du. Ich mag ihn sogar richtig gern. Nur wenn er dir persönliche Motive unterstellt, weil du endlich beruflich auf dem richtigen Weg bist, dann ist das seine Sache. Ja, du hast recht. Es ist auch so schwer, am Telefon darüber zu sprechen. Kann ich dich sehen? In Freiburg? Ja, sicher. Bin zu Hause. Das wird er dir sicher auch verübeln. Ach, dann soll er. Ich kann ihn nicht fragen, ob ich darf. Er ist im Garten und schmollt. Und wenn ich zu ihm komme, dann entzieht er sich. Also, ich bin in einer Stunde bei dir. Ich freue mich. Bis später. Tschüss. Du schrei nicht. Ich bring dir was Schönes mit, du. Zum Mittagessen bin ich wieder zurück. Ja, ja, ist gut. Ob ich ihm nicht versierte Mitarbeiter vorschlagen könnte. Da habe ich deinen Namen genannt, da war er einverstanden, er kennt deine Arbeiten. Hm. Und deine Berufung stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Diskussion? Nein. Aber auch wenn sie schon zur Diskussion gestanden hätte, ich hätte mich nicht anders entschieden. Ich wollte dich schon immer als Mitarbeiterin. Ja, ich weiß. Ab sofort erkläre ich mich allerdings für befangen. Das heißt, du musst die Entscheidung ganz alleine treffen. Weißt du, mir ist das Ganze ein bisschen zu... Provinziell. Zu provinziell, genau. Wenn ich mit dir verheiratet wäre, würdest du mich dann so ohne weiteres in einer anderen Stadt mit einem Mann zusammenarbeiten lassen, der mir schon einen Heiratsantrag gemacht hat? Ohne weiteres nicht. Aber ich ließe dich gehen. Es wäre ja auch die einzige Chance, dich zu halten. Sehr klug. Na sicher. Mm-mm. Ich habe auch noch Kuchen draußen. Ich würde mich ja gern von dir zum Mittagessen einladen lassen, aber ich habe selber Gäste. Ich bin auch verabredet. Na ja, dann lass uns Tee trinken. Ja. Gearbeitet? Ja, man vergisst so vieles, was man mal gelernt hat. Tja, ich gehe das Werkzeug wegräumen. Vielleicht regnet es in der Nacht. Sag mal, was ist denn mit Carola los? Hat die einen neuen Freund? Weiß ich nicht. Aber sie himmelt Vollmers an. Ach so? Woher weißt du das? Ach, das sieht man doch. Na ja, ich nicht. Richtig? Mm. Nur einen Kurzbericht an einen Hausarzt. Bin schon fertig. Ich hab nachgedacht, weißt du. Ich möchte, dass du dich in deinen Entscheidungen nicht von mir einengen lässt, wollte ich dir sagen. Ich meine, ach Herrgott, du weißt doch, was ich meine. Ja. Sag zu. Wir schaffen's schon. Beide. Du hast dasselbe Recht, in der Forschung zu arbeiten wie ich. Das Recht habe ich, Chirurg zu sein. Ja. Danke.
Ja, das war's. Ja, hier ist Christa Brinkmann. Kann ich an Dr. Kalbert sprechen? Ja, danke. Ja, hier ist Christa Brinkmann. Herr Dr. Kalbert, ich sage ab. Sie können die Stelle anderweitig besetzen. Ja, ich habe es mir gründlich überlegt. Ja, danke. Auf Wiederhören. Da bist du ja. Was? Dich habe ich gesucht. Aber das war natürlich nicht meine Absicht. Sag mal, kannst du nicht ein bisschen vorsichtiger sein, wenn du nach so langer Zeit wieder in mein Leben trittst? Und du vielleicht ein bisschen weniger geistesabwesend? Na, weißt du, was du getan hast? Entschuldige. Tut mir leid. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Gut. Mein Bruder ist heute hier eingeliefert worden. Er hat eine Herzmuskelschwäche. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Tja, also. Na nu, fällt dir der Abschied von mir doch so schwer? Naja, es ist für länger. Wieso für länger? Ich gehe nach Amerika. Für immer vielleicht. Ach nein. Ja. Naja, aber so schwer fällt mir der Abschied von dir nun auch wieder nicht. Ich warte auf meine Schwester. Sie ist noch drin bei Römer. Ach nein. Ich wusste gar nicht, dass du eine Schwester hast. Sie war 2 Jahre in Irland. Jetzt kommt sie zurück und ich gehe weg. Therese, das ist Professor Brinkmann. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ihn zum Abschied für den Kopf gestoßen. Mit der Tür. Entschuldigen Sie, dass ich lache. Aber ich finde, es steht Ihnen gut. Ah ja, finden Sie? Ah. Aber was glauben Sie, wie ich ohne Beule aussehe? Na ja. Was? Na ja. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Wiederschauen, alles Gute. Ihnen auch. Hier ist Christa Brinkmann. Kann ich Herrn Dr. Kalbert sprechen? Ja. Ja, hier ist nochmal Christa Brinkmann. Herr Dr. Kalbert, glauben Sie nicht, ich sei nicht mehr zurechnungsfähig, aber ich möchte die Stelle doch. Können Sie noch... Ja. Ja, hundertprozentig. Nach Ostern. Ja, ich freue mich auch. Auf Wiederhören.
Ach.